Die Welt wächst zusammen und in der vernetzten Welt ist es wichtig, dass auch innerhalb, nicht nur innerhalb Europas, sondern auch unter den unterschiedlichen Kontinenten Produkte, Dienstleistungen, Waren ausgetauscht werden können. Und hierzu ist eine Organisation notwendig, die im Bereich der elektrotechnischen Normung die Dinge auch zusammenführt und auch ja, wie ein Orchester dirigiert, damit alles harmonisch miteinander funktioniert. Das, was auf internationaler Ebene passiert, das betreut diese internationale Organisation, deren Namen ich ja nun nicht nennen darf. Es ist ein internationales Gremium, was aus Experten aus allen Ländern besteht, die zu dem Thema oder aus einem speziellen Thema dran arbeiten, die Richtlinien, Leitlinien erarbeiten und dann verabschieden und bis in die Industrie bringen. Internationale Normung ist komplex und vielseitig. Da braucht man natürlich als Organisation auch ein Organigramm, was das abbildet. Es gibt verschiedene Säulen. Es gibt die Management-Ebene, wo es Bereiche gibt, die sich um Standardisierung und Konformität kümmern. Und es gibt natürlich einen ganz großen Bereich mit vielen technischen Komitees, wo Experten weltweit sich um die Normen der Zukunft kümmern. Diese internationalen Normen werden häufig dann auch nationale Normen, weshalb die Mitarbeit sehr relevant ist. Es gibt eine Gruppe, die sich mit Hausgeräten auseinandersetzt. Eine dedizierte Gruppe, die sich mit Hausgeräten auseinandersetzt. Dann gibt es in dieser Gruppe Untergruppen, die sich dann beispielsweise speziell mit Waschmaschinen auseinandersetzt oder mit Waschgeräten oder mit Kochgeräten. Es handelt sich hierbei um eine internationale Gemeinschaft von elektrotechnischen Experten, die alle sehr engagiert an einem gemeinsamen Thema arbeiten. So, und dort gibt es dann Arbeitsgruppen, die dann sich damit auseinandersetzen, zu diskutieren, wie man die Sicherheit von beispielsweise einem Herd sicherstellen kann. Das wird dann in einer Norm runtergeschrieben, wie die Anforderungen sind an einen Herd, dass er auch tatsächlich sicher ist und wie man das abprüfen kann.